Moin, willkommen zurück zu Forza Motorsport 2. Nachdem wir im letzten Part wunderbarerweise die 700 PS Herausforderung von Kahn abgeschlossen haben und die Semi-Pro Herausforderung hinter uns haben, gehen wir jetzt zu Reveille Face Off und dort werden wir die letzten Rennen der Reveille Face Off haben, nämlich Pride of Italy, Ferrari V12 vs. Lambo V12. It's Ferrari V12 vs. Lambo V12 in the Battle of Italy, Finest Supercars. Und das werden wir natürlich machen in Silverstone. Ja, wir haben deswegen den Lamborghini Murcielago genommen und werden natürlich das Rennen in Silverstone fahren. Und nebenbei, ist euch aufgefallen, Part 55. Part 55, somit haben wir offiziell Gran Turismo 3 A-Spec geschlagen. Wir haben Gran Turismo 3 A-Spec geschlagen und somit ist Forza Motorsport 2 das längste Let's Play jetzt in meinem Kanal. Natürlich wird Gran Turismo 3 immer noch, also Gran Turismo 3 A-Spec immer noch ein besonderes Let's Play in meinem Herz bleiben, denn das war das Let's Play, was viele Jahre überdauert hat, bis es jetzt geschlagen wurde. Und deswegen respektiere ich Gran Turismo 3 A-Spec. Weil es ist ein sehr besonderes Spiel. Auch wenn es seine Probleme manchmal hat, aber die Probleme lassen wir mal dahinter gestellt. So. In der Lamborghini Murcielago. Hätte auch den Diablo nehmen können, aber ich habe ihm gesagt, komm, nimm mal den Lamborghini Murcielago. Der ist entspannt zu fahren. Ihm macht es auch Spaß, obwohl ich den FXX auch nehmen kann. Aber das wäre dann zu langweilig, weil wir den doppelt gesehen haben. Obwohl, theoretisch könnte ich den wieder nehmen. Ach, egal. Oh, hä? Hab ich jetzt falsch eingedenkt? Okay. Das war ein Fehler vom... ohne Kurve, die ich gemacht habe. Aber egal. 7 Runden. Ist machbar. Obwohl, wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Wir wechseln nach diesem Rennen auf den Ferrari FXX, weil... es kann ja nicht schaden, zwischendurch zu tauschen, oder? So. Weil das Auto ist zwar auch gut, was ich natürlich nicht problematisch finde, der Lamborghini Murcielago fährt sich gut. Ja. Aber es gibt bessere Handling-Autos, die hatten wir schon bereits im vorigen Part ja schon erlebt. Also, im Maserati MT12, den wir leider hier nicht fahren dürfen, was ich irgendwie sehr schade finde. Langes Rennen sein, aber dafür kriegen wir es hin, Leute. Ja, Part 55. Wie schon gesagt, Forza Motorsport 2 ist ab sofort jetzt das längste Let's Play in meinem Kanal. Wird sich, glaube ich, auch in der Zukunft erst schwer ändern, aber ich glaube, es werden schon einige Let's Plays kommen, die mich schneiden können. Aber wie schon gesagt, Gran Turismo 3 A-Spec hält immer noch einen Rekord bei mir. Es ist das längste dauernde Let's Play, das überhaupt geschlagen wurde. Die meisten Projekte waren relativ kürzer, aber dieses Spiel hat es jetzt endlich mal vollbracht. Natürlich war Gran Turismo 3 A-Spec nicht 100%, also anders als bei Forza Motorsport 2 muss man jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe nur unique die Motivation die Dinge gezogen. Ich werde natürlich Forza Motorsport 2 durchspielen, das ist sicher kein Problem, deswegen wird das halt Motivation als längeres Let's Play sein. Aber als grundlegendes Spiel haben wir Gran Turismo 3 nicht 100%. Wir haben nur nebenbei die Amateur-Herausforderung, oder war das Amateur, ne? Einsteiger-Amateur und genau, Anfänger-Amateur haben wir schon hinter uns, und dann gibt es ja noch die langen Profi-
Rennen bzw. auch Langstreckenrennen. Und die habe ich weggelassen, weil die wirklich die Parts damals und Motivation so komplett zerstört haben fast. Da habe ich irgendwie auch natürlich keinen Bock. Da wollte ich ja natürlich auch andere Projekte machen, die mir mehr Motivation machen und was natürlich auch mehr Sinn machen wollte. Also nichts gegen Böse, gegen dem Spiel, weil es hatte damals... Also es fuhr sich interessant, aber es gibt manche Strecken, manche Fahrzeugauswahl und so, die fuhren sich sehr komisch um die Kurven. Natürlich hat sich Gran Turismo auch über die Jahre weiterentwickelt, die Fahrphysik. Und die fuhren sich dann später immer besser, die Autos. Deswegen hasse ich das Spiel nicht. Also ich hasse Gran Turismo 3 nicht, ich hasse die Gran Turismo Reihe gar nicht. Die sind zwar manchmal komisch, aber sie haben ihren eigenen Charme, so. Deswegen war es auch nicht auf 100%, sondern ich habe es nur nebenbei gemacht. Aber es heißt nicht direkt, dass ich das nicht streame. Es gab ein paar Projekte, ein paar Rennen, die habe ich gestreamt. Und das war so ein Nebenstream. Das heißt, Gran Turismo 3 eignet sich ein bisschen so als Chill-Stream. Wo man sich ein bisschen chillen kann. Chill, Alter. Soweit ich weiß, wird das auch für mich eine Premiere mit dem Pokal, dass ich jetzt an Forza Motorsport 2 gebe, den Pokal für die längsten Let's Play von meinem Kanal. Gut, die meisten Leute werden sich denken, was, 54 Parts? Das ist ein längstes Let's Play? Hast du noch die anderen YouTuber gesehen? Ja, ich weiß, für mich aber jedenfalls. Jeder Content Creator an YouTube hat ein bestimmtes Ziel in seinem Kanal und das war eine meiner Ziele. Ein langes Let's Play zu machen, wo man wirklich viele Parts hatte. Forza Motorsport 2 ist, naja, lang. Das ist auf jeden Fall ein langes Let's Play. Weil ich spiele ja nicht ganz normal so kurz Rennen wie die anderen, wo die es noch länger machen, das jetzt wie mit längeren Videos, mit längeren Playlists, sondern ich mache wirklich größere Videos, stattdessen wo ich mehr Content zeigen möchte. Also das Rennen ist auf jeden Fall sehr lang. Wir sind schon bereits in der vierten Runde. Aber ich glaube, es ist sehr ausgeglichen, das Rennen. Also zwar haben wir 5 Rennen in diesem Mode, also in diese Face-Off, aber wir haben schon einige Runden gekürzt, glaube ich. Ich kann mir nicht denken, dass sie es noch länger machen würden, die Runden. Weil es wäre dann irgendwie auch zu viel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, ich will die Schwierigkeit auch ein bisschen ändern natürlich. Habe ich auch im letzten Part gesagt, aber es gab so Strecken, wo mich, wie der Nürburgring mich genervt hat, musste ich die Schwierigkeit wieder auf einfach stellen. Aber hier hingegen würde ich mal, glaube ich, mal gucken, ob ich die Schwierigkeit jetzt wieder mal erhöhe. Man muss dazu sagen, mir hat die facegeliftete Variante sehr gut gefallen in Musselago. Der hat ihm wirklich mal schönere Rücklichter, bessere Optik, mehr Leistung. Allgemein ist der Musselago der facegeliftete am besten. Der Aventador hingegen hat sich von Facelift ein bisschen geändert. War jetzt keine Besonderheit, aber ich mag den Aventador auch. Ist für mich auch so ein spezielles Auto gewesen.
auch wenn der Revolution, ich hab den Namen immer noch nicht im Kopf, Revolution oder Revolution, der Nachfolger von Momentum, so, der Nachfolger, ein bisschen mehr Leistung, die Optik etwas umgeändert hat, ja, ich sag jetzt nicht, dass der jetzt schlecht aussieht. An sich hat sich Lamborghini deutlich Mühe gegeben, ihn noch schöner zu machen. Und an sich ist er auch nicht hässlich, der sieht auch schön aus. Aber irgendwie fehlt da was. Aventador hat auf jeden Fall vieles durchgemacht, damit er sehr hübsch aussieht. Also, zum Thema Lamborghini wissen wir allgemein, die Lamborghinis werden über die Jahre immer wieder verbessert, die kommen immer wieder neu heraus. Ich hoffe, dass Lamborghini immer noch beim Verbrenner bleibt und nicht beim Elektro umwechselt, so wie bestimmte Hersteller, wie bestimmte Hersteller sagen, nö, ich habe keinen Bock auf Verbrenner, ich werde auf Elektro umsetzen. Das ist so ein richtiger Schlag ins Gesicht, weil Elektro eine schlechte Idee ist. Finde ich jedenfalls. Hey, ich überhole die langsam. Nebenbei ist mir auch was aufgefallen, dass die ganzen Fahrzeuge, die Technik, wie sich die Heck, also wirklich das Heck öffnen würde oder nicht, oder das, ob die Autos komplett so bleiben, das ist auch so eine Sache, die Forza erst später gemacht hat, nämlich die Funktionalität außen, wenn sie fahren. Ihr wisst, oh, das ist ein guter Tja, kein Wunder, warum du letzter bist. Du kannst nicht direkt im Rennen teilnehmen, wenn du einen langsamen V12 hast. Oh, ein 507. 75 mal Lello. 75 mal Lello, so. Ja, die anderen habe ich jetzt überholt. Nee, also. Die Funktionalität der Technik, zum Beispiel die, der Heckspoiler, der sich öffnet, oder die Lüftungsdüsen, die sich öffnen, das kam erst mit Forza Motorsport 4 erst. Diese Öffnung. Weil vorher hatte Forza allgemein, ja, fahrtypisch das Auto. Gran Turismo hat schon eher gemacht. Gran Turismo hat schon früher diese Öffnungsdüsen der Technik und so hinbekommen. Deswegen ist die Funktionalität von Gran Turismo auch so besonders. Weil die Entwickler sich mehr Zeit für das Auto gelassen haben. Ist ja nicht so, dass Forza keinen Bock hat auf die Autos. Die haben sich auch Zeit gelassen. Zum Beispiel der Forza Vista Modus in Forza Motorsport 4. Der war so detailreich, der war so gut gemacht, dass man sich wirklich viel Technik und viel Entwicklung reingebaut hatte. Hey, ein Diablo. Tja, wenn du den Nachfolger, wenn du den Vorgänger überholen möchtest, kannst du das nur machen, Musselago. Aber zerstört nicht mein Herz, bitte, ich mag den Diablo. Yep, das ist der Klappscheinwerfer Diablo. Wäre auch irgendwie komisch gewesen, wenn ich seinen Heckspoiler nicht gesehen, also den Brustflügel hinten vom GTR nicht gesehen habe. Ich mag beide. Autos mit V12 Ferrari als auch Lamborghini. So. Tja, das Rennen haben wir geschafft. 41.000, nicht schlecht. Dieses Auto-Level, Stufe 4. Ja, wir haben die Turbo-Upgrade von Writer Engineering bekommen. 10% Rabatt. Wir machen. Als nächstes werden wir in Sunset fahren und ich werde natürlich mal... Hä?
Eine Maserati zieht. Ich verstehe aber noch, war egal. Die Kinder durch Rival die Face auf, aber egal, das war jetzt irgendwie komisch. Ich werde mal kurz so die Schwierigkeit jetzt schnell ändern. Weil das wäre dann jetzt zu einfach. Ich glaube, wir können das jetzt mal versuchen. Mal auf Stufe normal wieder zu machen. So, jetzt haben wir auf Stufe normal gemacht. Mal sehen, ob die Gegner jetzt gegen uns normal eine Chance haben. Ich glaube, die werden sowieso allgemein jetzt auch gegen mich keine Chance haben, weil FX6 schon ein OP-Auto ist für sie. Auch wenn der Basis immer noch der Enzo ist, der hinter mir ist. Aber der wird es nicht schaffen, gegen mich zu besiegen, weil ich bin sozusagen sein upgradeter Großbruder. Die Gegner sind jetzt härter, weil ich sie auf normal eingestellt habe, die Gegner-KI, aber das heißt nicht, dass ich nicht entfliehen kann von denen, weil, wie schon gesagt, der FX6 ist schwer für sie zu kriegen jetzt. So, 8 Runden fahren wir. Gut, die Strecke ist auch kürzer als Silverstone. Ja, die Gegner würden allgemein selbst bei dieser Kurve keine Chance haben gegen mich. Aber ich glaube, Topspeed werden die Gegner an mir rankommen. Puh, das war knapp. Sonst hätte ich jetzt einen Unfall gebracht. Ich muss jetzt ein bisschen aber besser aufpassen. So, 4,02 Sekunden. So. Okay, FX6, zeig mal, was du drauf hast mit weiteren Rundenzahl. Die Gegner haben offenbar immer noch keine Chance gegen mich, was irgendwie auch Sinn macht, weil ich habe ein OP-Auto. So. 9,2 Sekunden. Oh, ein paar. So. Ah, jetzt ist ein bisschen näher gekommen. Kurventechnisch gesehen ist das Auto massiv eine Macht dagegen. Also wirklich, der Muskelage fuhr sich gut, aber das da fährt sich noch besser, wenn man das vergleichen würde. So.
30,7 Sekunden, immerhin. Die Gegner geben sich die Mühe, wenigstens an mir ranzukommen. Ich sehe die langsamen Autos. Ich werde die langsam einholen. Okay, unser Ziel ist es jetzt, die ganz langsamen Autos zu überholen, noch weiter zu überholen, als sie schon bereits überholt sind. Übrigens, was ich im Let's Play komplett wenig gezeigt habe, sind das Tuning und Motorswaps und so. Das werde ich irgendwann mal für euch so nebenbei was zeigen, wenn ich Bock habe, okay? Das habe ich mal auch vergessen, euch zu zeigen, nämlich diesen Motorswap. Das ist auch so ein besonderes Feature. Oh, das ist auch so ein besonderes Feature, was in Forza Motorsport 2 sehr stark berühmt geworden ist. Nämlich den Engine Swap. Aha, da sind die langsamen Gegner. So. Okay, mal gucken. Das Rennen dauert auf jeden Fall deutlich weniger. Also, es ist irgendwie komisch. Komisch, diese Strecke gebalanciert, dass sie jedes Mal hier reinbringen und dann wieder nicht. Boah, es war knapp. Ich soll es mal lieber lassen, die mich zu schnell hier durch die Kurve gehe. Ah, dort sind die beiden. Na, wo bleibt dieser? Ich krieg euch. Die denken von mir, dass sie direkt flüchten können, ne? Haben sie sich zu weit geschnitten. So. Ich hoffe, habe ich jetzt ein bisschen besser genommen.
bisschen gekürzt. So. Da sind die beiden. Als ob die von mir flüchten können, ne? Könnt ihr aber vergessen, dass ihr von mir flüchten könnt. 26,8 Sekunden. Ich glaube, ich werde das nicht schaffen, aber ich werde wenigstens sie zu Kontakt bekommen, dass ich sie jetzt überholen werde. Ja, ich werde sie wenigstens angucken. So, auch dieses Rennen haben wir geschafft. Ja, hat maximales Level erreicht. Ja, 10% Rabatt auf Kurbelwellen, Ventile und Motorblock von Ferrari. So, das letzte Rennen für heute. Wir werden die letzten beiden für den nächsten Part verlegen. Wir werden den FX6 weiterfahren. Dann werden wir für den nächsten Part den Mustelago wechseln. Sag mal ruhig bitte. Ich wollte so einen schönen Headstart machen, aber es ging nicht. Oh, ist ja knapp. Jetzt zurück hat der Lamborghini, ja klar. Nein, zurück hat der Ferrari FX6 so ein schönes Kurvenhandling bei der Kurve, dass man, selbst wenn man mal diesen kleinen Fehler ein bisschen verzeihen kann, das Auto. Aber trotzdem ist er richtig übers Gras, also darf man niemals übers Gras fahren. Selbst wenn er Glück hat. Aber irgendwann ist auch Grenze Limit, weißt du was. So. Hm, man muss ein Foto machen. Habe ich vergessen zu machen. Das ist sehr wichtig, dass ich das jetzt mal mache, weil wir wissen nicht, wie das am Ende dann aussehen könnte. Ah, das ist ja wirklich ein sehr großes Fragezeichen, was ich mir im Kopf stelle, wie das Rennen dann aussehen würde. Das sieht doch gut aus. Perfekt. Im nächsten Part werden wir die Mustelago wieder fahren. Sieben Runden. Ja. Gut, Mappewell ist nicht so besonders lang. Es gibt Tricks, wie man das noch kürzen kann. Bei der Zeit. Bremsen schnell. So, zurück habe ich gebremst, sonst hätte ich einen Unfall gemacht. So.
Mann, ist der abartig. Also der, das Auto fliegt, ich kann es mal so sagen. Ja, fliegende Ferrari versus Lamborghini mit fliegende Fahrzeuge. Nein, das ist wirklich besonders. Wir hatten mal ein Duell gehabt mit Ferrari versus Porsche. Also, es war auch besonders. Oh, das war jetzt knapp. Das sollte ich mal lieber nicht machen. Zurück ist das Auto etwas gnädig mit mir. So. Vorsichtig. So. Maple Valley wird immer wieder ständig als Strecke so besonders gemocht von den Forza-Fans, weil die Strecke die Erinnerung und die Entwicklung des Spiels so besonders gemacht hatten. Also ohne Maple Valley wäre das Spiel höchstwahrscheinlich ein bisschen langweiliger gewesen. Also so ein Ausgleich, Maple Valley. So, 0,2 Sekunden. So. 0,2 Sekunden. So, geh raus aus dem Gras, bitte. So, jetzt fahr. Der Enzo ist hinter mir. Ich kann es aber weiterhin vergrößern. Den Abstand. So. Also ihr seht, ich habe zum Glück etwas vorsichtig bin ich im Gas runtergegangen, weil, wie schon gesagt, wir können den Abstand weiterhin vergrößern. Es ist ja nicht so, dass der FXX nicht fahren kann. Ich habe den Fehler selber verursacht. Das kann der Autos nichts dafür. Ich habe den Fehler selber gemacht. Und ihr seht, wir können das weiterhin machen. Das ist nicht das Problem. Also mit dem Auto ist es nicht so unmöglich, wie man das im ersten Blick denkt. So. Die letzten beiden Rennen fahren wir im nächsten Part. So, muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren.
1,1 Sekunden. Gucken optisch, ja. Ein paar Schrammen wegen diesem kleinen Abgang, aber ansonsten ist das Auto noch im Zustand, der passabel ist. 5,9 Sekunden ist auch, was geht, der Abstand. Ich könnte es ein bisschen noch vergrößern, aber ich möchte jetzt nicht wirklich wie es riskieren, sondern lieber auf die Strecke konzentrieren. Das ist mir lieber, anstatt noch mehr Unfälle zu machen. Sekunden. Okay. Wir bauen weiterhin den Abstand ab, was auch sehr gut ist. Sekunden, sehr gut. So, letzte Runde. Die Meisterschaften werden aber auch nicht kürzer, ne? Über die ganzen Parts. So, 11,1 Sekunden und somit haben wir auch dieses Rennen geschafft. Puh. Na, das ist ja mal was, ne? Dieses Rennen mit... Ja, das ist ja kein großes Problem, wenn ich mir so viel abgezogen habe, aber... Nächstes Level kommen wir erst im nächsten Part. Und beim Ferrari... sind wir schon maximales Level erreicht. Beim Ferrari, glaube ich, können wir nichts... freischalten. So, die nächsten Rennen fahren wir im nächsten Part. Na Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part. Also, tschüss oder üs.